dessen Musik maßgeblich von der Grande Dame des Chansons Edith Piaf geprägt wurde. In ihrem Programm Edith Piaf und ich entführt Claudia Matzen-Vandenbring den Zuseher genau in diese Zeit. Intendant Peter Kovac hat mit dem Welser Arkaden Kultursommer bereits zum zweiten Mal ein Festival organisiert, das für Kulturinteressierte ein breit gefächertes Angebot bereithält. Wie am 29. Juli, als die Welserin Claudia Maaßen von den Brink zur Chanson-Matinée Edith Piaf und ich einlud. Sie ist ausgebildete Sängerin in Sologesang und bezeichnet sich als Sängerin aus Leidenschaft. Bei diesem Konzert gelang es ihr auf Anhieb, ihr Publikum in das Frankreich der 40er Jahre zu entführen. Genau, ich bin geboren in Wels und habe einen großen Bezug eigentlich immer nach wie vor dazu. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier sein darf, eben, dass ich engagiert bin für diese Chanson-Matinée in meinem Geburtsort. Aber ich lebe eigentlich überall, wo ich glücklich bin und wo ich singen kann, egal in welcher Stadt. Am liebsten würde ich in Paris leben. Ich versuche, so gut es geht, halt meine Erfahrungen, positiv und negativ, alle in die Musik irgendwie umzuarbeiten, auszudrücken. Und es ist einfach ein Kanal für mich, eine Möglichkeit. Hätte ich die Musik nicht, das Singen, weiß ich nicht, was wäre, irgendwas anderes. Aber ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich singen darf und kann. Einfühlsam am Klavier begleitet wurde die charismatische Künstlerin von Gerhard Urban. Ich bin an der Linzer Musikschule als Chorrepetitor tätig und komme mit den verschiedensten Sängerinnen und Sängern und mit den verschiedensten Genres. Und mit Frau Claudia Maaßen van den Brink mache ich eben Chansons und wir kennen uns schon seit über 10 Jahren. Und atmeten wir sehr eng zusammen und es geht sehr gut eigentlich, ja. Zu einem Sonntagvormittag gehört auch ein ausgiebiges Frühstück. In diesem Fall ein französisches mit Croissant und Crêpe, liebevoll zubereitet und serviert von den Brüdern Stuchlik. Ich muss dazu sagen, ich bin ein alter Fan der Edith Piaf. Sie hat mir immer schon wahnsinnig gut gefallen. Und ich nutze den schönen Sonntagvormittag, dieses Ambiente da ein bisschen näher kennenzulernen. Ich muss sagen, die Sängerin, die ich heute höre, hat ein perfektes Auftreten, eine wunderschöne Stimme. Und gibt die Erinnerung an Edith Piaf 1:1 wieder. Ich finde auch, dass die Interpretin ausgezeichnet singt und die Klavierbegleitung ist auch sehr, sehr schön. Ich bin eine sehr frankophile Person, frankophon. Ich bin bei der Österreich-Französischen Gesellschaft in Wels auch dabei und in Linz und habe sehr viel mit Chansons zu tun. Wie gefällt Ihnen die Interpretin? Also eine sehr, sehr gute Stimme und ich muss sagen, auch für Edith Piaf Chansons sehr geeignet. Also ich bin sehr begeistert. Wunderbar, weil ich bin sehr frankophil. Habe hier meinen Sparringspartner aus Frankreich, Madame Zeuer. Sie hat mich hierher gelockt und danke, danke Madame, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist wunderbar und sie hat eine gigantische Stimme, die Claudia. Ich kenne Claudia, die Sängerin, schon seit bald ein Jahr. Und ich muss sagen, sie hat wirklich eine großartige Stimme, aber sie hat wirklich eine sehr gute Bühnenpräsenz und sie macht das sehr gut. Ja. In Claudia Maaßen von den Brink hat Edith Piaf, die 1963 an Krebs starb, eine Interpretin gefunden, die die Herzen des Publikums zu berühren weiß, wie diese Matinée bewies. Auch kulturell tut sich wieder einiges in nächster Zeit. Was genau, das erfahren Sie jetzt. Wachs 07. Welser Arkadenhof Kultursommer. Freitag, 10. August, 20 Uhr. Performance Night mit Plus and Minus. Supported by Didgeri Groove. 12. Internationaler Musik.